Hallo zum Wochenstart mit Therese Rebandens. Es ist nicht 8 Uhr bei mir, aber das hindert mich nicht, diese Nachricht nach draußen zu geben. Ich komme quasi mehr oder minder frisch aus Hamburg und habe dort ein Wochenende mit der Debbie Rosas verbracht, die Begründerin, eine der Begründerinnen von NIR ist. Und war neben dem, dass ich unglaublich liebe Leute auch kennenlernen durfte, vor allem das so spannend für mich, was ich heute teilen möchte, um dir da ein bisschen mehr Bewusstheit auch mitzugeben, dass Gesundheit nicht nur mit dem Bewegen zu tun hat. Wir haben oft irgendwie das Gefühl, dass wir uns bewegen müssten, dass es vor allem um Bewegung geht. Und wenn Bewegung als Wort verwendet wird, dann möchte ich darauf hinweisen, dass es vor allem um die Möglichkeit der Bewegung nicht nur deines Körpers, sondern auch eben deines Kopfes, deiner Emotionen und also deiner Ganzheit auch gehen darf und soll. Und wie du vielleicht auch immer wieder in deinem eigenen Leben erleben kannst oder erleben konntest, ist es einfach auch sehr maßgeblich, wie du in Kontakt mit deinem Körper auch bist. Und dieses In-Kontakt-Sein ist etwas, was du wirklich trainieren kannst. Und es war insofern für mich sehr wertvolles Wochenende. Die Debbie ist eingestiegen mit der Frage, als Beginn für dieses Wochenende, was denn irgendwie unsere Reise mit NIR war und was wir daraus irgendwie mitnehmen können. Und das war für mich schon sehr wertvoll, dieses Innehalten und mal nachzuspüren, was ist so eigentlich in meinem Leben verändert und was ist anders. Und jetzt sind es dann beinahe 10 Jahre und ich kann mich einfach sehr gut erinnern, schon damals bei der Ausbildung, dass das NIR wie ein fehlendes Puzzlestück war in meine Ausbildungen, die ich bis dato hatte. Ich habe damals schon eine Mentaltrainerausbildung gehabt und gerade auch begonnen, das zu teilen. Und irgendwie war das so wie, da ist jetzt was dazugekommen, das ist so unabdingbar wichtig und ich kann das nicht exkludieren, ich kann nicht den Körper exkludieren, weil ich so sehr gespürt habe und gemerkt habe, es reicht nicht, wenn du nur weißt. Und möglicherweise weißt du ja auch ganz, ganz viel in deinem Leben und merkst gleichsam, dass es dich jetzt auch nicht satt macht. Und es ist auch die Frage, was kannst du, wie kannst du das, was du weißt, dein Leben auch bringen und das umsetzen, wo du auch weißt, dass es dir gut tun würde. Und die Erfahrung ist auch gerade, wenn es um Bewegung geht, dass viele Menschen einerseits sagen, sie haben nicht die Zeit und gleichzeitig vielfach, das ist auch immer sehr schön, mit NIR-Leuten da in Kontakt zu sein, die dann einfach auch gestehen, dass sie völlig unsportlich waren und überhaupt keine Lust am Bewegen gehabt haben und dann doch etwas gefunden haben, was Spaß macht. Bei mir ist das ein bisschen anders gelagert, weil ich komme von der klassischen Fitness, das heißt, ich habe lange Jahre vorher schon als Trainerin gearbeitet und klassische Kurse gegeben und es damals auch als Kompliment empfunden, wenn irgendwer gesagt hat, der Muskelkater, der irgendwie die ganze Woche angehalten hat. Und habe gemerkt, dass in Verbindung mit dem Körper jegliches Tun und jegliches Bewegen ganz eine andere Möglichkeit ist. Und nicht nur im Tanzsaal, sondern tatsächlich auch im Leben. Und für mich ist so einmal mehr dieser Muskel auch trainiert worden, über all die Jahre da gute Anbindung zu haben an meinen Körper, an das, was braucht er. Weil wenn der Körper dich leiten darf und der Körper das Guidance übernimmt, wird er immer den Weg wählen, der den Weg des Wohlbefindens darstellt. Und Schmerzvermeidung ist etwas, was man sagen könnte, wäre jetzt das Gegenteil von auf dem Weg des Wohlbefindens zu sein. Und dann sage ich ja und nein, weil wenn ich am Weg, wenn der Körper auf dem Weg des Wohlbefindens ist, dann bin ich ja ohnehin nicht am Weg des Schmerzes. Das ist sozusagen, das eine schließt das andere aus. Und das andere, was ganz zentral ist, was ich einfach auch mit dir teilen möchte und dich einlade, mal da innezuhalten und für dich zu fragen, wie das denn ist, dass manchmal in unseren Köpfen ein Glaube darüber ist, zu wissen, was denn Schmerz verursachen wird, was denn sein wird, wenn wir das oder das tun, ohne wirklich zu wissen, ob es denn auch so wäre. Und das geht jetzt einerseits, kann man das sehr körperlich auch betrachten. Ich habe immer wieder mal Leute, die zu mir kommen und sagen, sie haben die und die Beschwerde. Und wenn sie die entsprechende Anleitung auch bekommen, dann erfahren die auch immer wieder im Anschluss, dass es eben
möglich ist, sich zu bewegen und gleichsam achtsam mit dem zu sein, wo möglicherweise auch körperlich ein Schmerz gegeben ist. Und es kann nicht die Antwort sein, das ist absolut, da bin ich wirklich stur zu sagen, dass man sie gar nicht bewegt. Und viele Menschen haben dann auch so diese Erfahrung und durch die Gewohnheit des Körpers, der sich auch daran gewohnt, nichts zu tun, glauben, dass wenn dann in der Bewegung irgendwas wehtut, dass das an der Bewegung liegt und vergessen dabei, dass es eigentlich daran liegt, dass sie sich lange nicht bewegt haben. Warum teile ich das? Weil ich dich einlade, auch ganz gezielt mehr und mehr in den Kontakt mit deinem Körper zu kommen. Und ich weiß, dass da mir einfach ein ganz ein tolles Fitnesskonzept einerseits ist und es ist viel mehr, es ist tatsächlich ein Lifestyle-Programm. So hat mir das damals meine Freundin damals verkaufen wollen, ich sage bewusst wollen, weil wie sie das zu mir gesagt hat, Lifestyle-Konzept, haben wir gedacht, ich brauche kein Lifestyle-Konzept, ich brauche nicht irgendwie das eine Konzept, auch dem ich mich richten soll und dann ist irgendwie alles gut. Und habe richtig einen Widerstand auch gespürt damals und habe dann auch heute kurz irgendwie hingespürt, das ist lustig, das auch zu teilen, weil es möglicherweise jetzt trotzdem auch jemanden gibt, der das sieht und denkt, Lifestyle-Konzept. Und doch kann ich sagen, ist es einfach für mich inzwischen etwas geworden, wo ich sage, all die Prinzipien, die ich in den verschiedenen Gürtelgraden lernen durfte und in mein Leben implementiert habe, immer wieder trainiert habe und weiter trainiere, weil das Leben ist ein stetiges Feld der Trainingsmöglichkeiten. Dass es einfach einen Weg gibt des Wohlbefindens, den man wählen kann, der aus dem Körper heraus existiert. Und das hat auch meine Focusing-Praxis einmal mehr bestätigt. Und deswegen, ich kann dir nur einladen, auch für dich mal nachzuspüren und da vielleicht auch ganz ehrlich zu der Einsicht kommen, dass du oft schon sehr genau schon spürst, schon jetzt, egal was du machst, wo dir Dinge gut tun und wo sie dir nicht gut tun. Der Körper ist ein stetiges Resonanzwerkzeug und viele Coaching-Schulen bauen genau auf diesem Prinzip auch auf. Und das finde ich wertvoll und wichtig und lade einmal mehr doch auch ein, den Körper so als Anker zu nehmen, denn wir sind in einer unglaublich verkopften Welt. Und allein dieser Umstand, alles mit dem Denken lösen zu wollen, bringt uns relativ stark aus dem Körper und weniger in den Körper. Und vor allem, was in dieser Austauschrunde in Hamburg auch schon sehr berührend war, dass immer wieder auch diese Stimmen waren, dieses und jetzt bin ich im Leben, in meinem Körper gelandet. Und das ist ganz magisch. Es macht nämlich einen Unterschied, sich im Leben zu beobachten oder im Leben wirklich ganz mit aktiv dabei zu sein. Und nicht umsonst lege ich eines meiner Spürsinneswochenenden tatsächlich auf das erste Adventwochenende, denn man, das mag heute an diesem wunderschönen Herbsttag vielleicht noch ganz weit weg erscheinen. Gleichzeitig ist es so, dass gerade auch wenn dann irgendwie die Christkindlmärkte in nicht einmal einem Monat in Wien öffnen werden, irgendwo so ein in der Luft liegender Stress entsteht, der dann als Welle alle Menschen ein Stück weit anstoßt und wir dann schon auch für uns ihn wieder einmal in einem Trainingsmoment sein können und für uns spüren, wie geht es uns damit. Und deswegen ist das Wochenende, das Spürsinneswochenende bewusst an diesem ersten Adventwochenende, das wird wieder am Friedrichshof stattfinden, da haben wir einfach einen unglaublich tollen großen Saal, werden von ganz lieben Menschen umsorgt, verköstigt, haben super tolle große Zimmer, dass du auch wenn du zum Beispiel mit der Five Stages Übung in den Tag starten magst, bevor du in den Tanzsaal kommst oder am Abend noch zum Bett gehen. Da kannst du dich noch richtig gut ausbreiten. Und weil ich schon viele Jahre dort bin, habe ich einen super Preis, was auch ziemlich cool ist. Und ja, deswegen, wenn du für dich einfach auch schon diese Entscheidung jetzt triffst, da ganz gezielt bei dir in dir anzukommen, ist das für sich schon wie eine Entscheidung, gut mit dir in Kontakt zu sein. Auch wenn das Wochenende noch weiter weg ist, ist nicht nur die Vorfreude, die dadurch möglich wird, dass du auf dieses Wochenende dich hinspürst und weißt, dass du da etwas sehr Grundlegendes machen, erleben, erspüren wirst, um die Adventszeit wirklich als eine Zeit des Ankommens auch zu erleben, sondern auch dieses wirkliche Erleben, dass du
für dich einfach eine Möglichkeit hast, wie du gut mit dir in Kontakt sein kannst, schon vorher. Weil es ist immer so, noch diese Aussicht ist schon am Weg. Und ich kenne das auch von Einzeltrainings. Wenn Leute mit mir zum Beispiel 90, die erste Session mache ich 90 Minuten und die kosten aktuell 111 Euro, dann weiß ich, und das ist wirklich auch immer wieder das Feedback, dass die Entscheidung für das Einzelsetting schon den Unterschied macht. Wo dann schon Dinge starten, sich zu verändern. Denn das Leben ist in einer gewissen Weise durch diese Veränderungen, die stetig stattfinden, dazu auch im letzten Wochenstart-Video von letzter Woche ein Impuls, immer so gestrickt, dass du in Veränderung bist. Und ich freue mich, wenn du Nia für dich auch ausprobieren magst. Wie gesagt, im Zuge des Wochenendes wird es natürlich ein wichtiger Bestandteil auch sein. Wenn du das Gefühl hast, du würdest gern irgendwie auch das live mitmachen und hast nicht so recht eine Ahnung, wer da in deiner Nähe ist, oder hast du vielleicht Lust, mich da zu dir zu holen, zu buchen. Das sind Dinge, die ich auch mache, wo ich mich freue, wenn ich das wahrnehmen, aufgreifen kann, darf. Und ich habe auch vor, wieder in der Music Movement Magic Facebook-Gruppe eine Challenge zu starten und dich da so ein Stück weit in dich hineinzubekommen, in deinen Körper, in dein Zuhause, das du immer mit dabei hast. In dem Sinn, schau mal in dieser Woche, wie es dir geht mit dem gut mit dir in deinem Körper sein oder wahrnehmen, dass es mehr im Kopf ist. Das ist ein erster wichtiger Schritt. Da geht es nicht darum, dich dann dafür anzuklagen, sondern es ist ein erster wertvoller Schritt, wirklich dich zu spüren, wahrzunehmen, wo bist du. Und wenn du weißt, wo du bist, ist es der Startpunkt, um daraus heraus wohin zu gehen, wo du auch hin möchtest. In dem Sinn, eine wunderbar schöne Strahlewoche für dich und ganz liebe Grüße aus Mödling.